Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV natürlich mal wieder. Heute ein bisschen ungewohnter Hintergrund. Ist ja doch ganz schön heute, deswegen ein bisschen Sonne tanken. Und ja, ihr wisst es natürlich schon längst, bei unserem SK Sturm hat sich ein bisschen was getan, hat sich natürlich schon lange abgezeichnet. Es ist jetzt offiziell, Günther Kreisel ist ab 1. Mai nicht mehr Geschäftsführer Sport beim SK Sturm. Diesen Posten übernimmt nun der bisherige Chef-Scout Andreas Schicker. Also ein interner Tausch, könnte man sagen. Ganz interessant aber, wie es mit Günther Kreisel weitergeht. Der hat sich ja schon länger dazu geäußert, dass er jetzt mal eine Auszeit braucht. Die wird er auch bekommen. Er wird jetzt eben offiziell mit 1. Mai übergeben, wird er noch bis Ende Juni im Verein bleiben, eben um einen fließenden Übergang hinzubekommen an Andreas Schicker und danach eine dreimonatige Auszeit sich nehmen. Danach soll er wieder zurückkehren als technischer Direktor beim SK Sturm und soll sich eben unter anderem dann um den Nachwuchs kümmern, um Investitionen in den Trainersektor und was mich tatsächlich aufhorchen hat lassen, in eine Richtung Spielphilosophie soll es da dann auch gehen, also beziehungsweise soll da auch ein Schwerpunkt dann kommen, laut Günther Kreisel, beziehungsweise laut dem SK Sturm. Hört sich ja prinzipiell gar nicht mal so schlecht an. Das Problem ist immer, es wird jedes Mal, also immer wenn es irgendeine neue Personalie gibt, wird immer viel versprochen, gerade was die Jugendarbeit angeht und ja, in der Praxis kommt dann aber sehr, sehr wenig dabei heraus, außer es passieren unvorhersehbare oder vorhersehbare Dinge, wie man möchte, also quasi Sperren während der Saison, Verletzungen von arrivierten Spielern und dann sind eben Spieler wie Geierhofer und Co. Dann doch da, die ab und zu doch in die Startelf rücken könnten oder sehr selten in die Startelf, aber dann gibt es die Möglichkeit für die Jungen. In der Praxis, zumindest war es bis jetzt so. Also wie gesagt, das Thema Spielphilosophie wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das wirklich ernst genommen wird und wenn da wirklich was weitergehen würde. Prinzipiell finde ich aber ehrlich gesagt ja das Ganze ein bisschen, ekliges Haar. Ja, bisschen Sturm-like die Lösung. Also man, Kreisel, man hat es ihm schon ein bisschen angesehen oder angemerkt. Er ist ein bisschen erschöpft. Sturm, Kreisel, könnte man auch sagen, ohne dass es böse gemeint ist, dass sich das Verhältnis leicht abgenutzt hat und deswegen ist es ja prinzipiell nicht schlecht, dann frisches Blut quasi reinzutanken, auch wenn Schicker, wenn auch in anderer Position ja bereits beim Verein war. Interessant wird es halt bei der Umsetzung, ob das wirklich dann alles so toll ist, wie es versprochen wird. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit wäre es ja wirklich die Möglichkeit für Sturm, tatsächlich auf die Jugend zu setzen, ob notgedrungen oder nicht. Man hat eine Handvoll Leihspieler, die wieder im Sommer zurückkommen werden wohl, also da wird sich auf dem Transfermarkt einiges tun und auch alle bisherigen Vertragsverlängerungen sind ja zumindest mal vorerst zurückgenommen worden. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass so viele Kaufoptionen da gezogen werden, Beispiel Thorsten Röcher. Also muss man schauen, wie das Ganze finanziell stemmbar ist und ob es sich dann auch rentiert. Also ich persönlich sehe tatsächlich auch diese Corona-Krise schon für Sturm zumindest als eine Chance, also sich wieder auf die eigene Jugend tatsächlich in der Praxis auf den Platz zu besinnen. Und man muss dazu sagen, also bei dieser Pressekonferenz quasi, wo immer so hin und her geschalten wurde zwischen den Personen, Schicker selber, klar freut er sich. Ich wünsche ihm auch alles Gute an der Stelle. Also da soll jetzt nicht rüberkommen, dass ich jetzt was gegen Andreas Schicker habe. Aber eben, er und Kreisel sind sich schon, glaube ich, sehr ähnlich von ihrer allgemeinen Philosophie, also was jetzt die sportlichen Angelegenheiten angeht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt vor Vorfreude schon strotzen soll und ob es jetzt wirklich zu diesen rigorosen Veränderungen kommt, denn das Personal war ja schon am Werk die letzten Monate und Jahre unter anderem, also im Falle von Kreisel. Und klar, das Thema Spielphilosophie, nur eben um das herauszustechen, hätte man ja auch früher schon ein bisschen mehr verfolgen können bei Sturm. Ob es jetzt halt wirklich passiert, ich bin gespannt. Also ich lasse mich überraschen. Ich weiß, das Video kommt relativ spät, aber ja, ehrlich gesagt, es ist so ein bisschen,
Ja, wieder mal so eine Sache, nicht Fisch, nicht Fleisch, dass jetzt nach unterschätzten Spielern auch Ausschau gehalten werden soll. Wo gab es das früher nicht bei Sturm? Ich hoffe halt, dass die Rückholaktionen einfach ein bisschen weniger werden, weil die rentieren sich nicht. Die rentieren sich in der Regel nicht. Ein Spieler, der sich woanders nicht durchsetzt, kann natürlich bei Sturm aufgehen. Das hat schon das ein oder andere Mal auch super funktioniert, braucht man nicht reden. Aber ja, gerade in dieser Saison sieht man wieder eben am Beispiel Lightgap, ohne dass ich gegen den lieben Christoph wirklich was habe persönlich, aber ja, ihr habt alle am Platz gesehen, was rausgekommen ist bis jetzt. Und ja, deswegen wäre es mir ein persönliches Anliegen, also ich persönlich, ich sage ehrlich, mir ist es jetzt nicht so wichtig, ob die Mannschaft Dritter wird, jetzt noch irgendwie mit Ach und Krach. Erstens muss ich sagen, ohne dass es gemein klingen soll, ich glaube nicht dran so ganz, so 100% traue ich es der Mannschaft nicht so. Nicht, weil Sturm jetzt nur so schwach ist, das eine ist die aktuelle Spielweise, die kann man ja noch adaptieren weiterhin und noch verändern, zum Positiven hoffentlich, aber ich sehe ganz ehrlich, die anderen Mannschaften, die mit uns da um den dritten Platz kämpfen, also wie Rapid oder WAC. Ich sehe sie ganz ehrlich tatsächlich noch ein Stück vor uns, also von der Stärke her. Ich glaube auch, was schade ist, wenn ich jetzt uns mit Hartberg vergleiche, allein, dass man den Vergleich macht, ist natürlich schon, ja, ich weiß, ein bisschen traurig. Aber ganz ehrlich, so viel schwächer sind die Hartberger eigentlich auch nicht. Also da muss von Sturm schon einiges kommen, dass da irgendwie sich der dritte Platz noch ausgehen sollte, wenn die Saison eben weitergespielt wird, wovon wir ja jetzt aktuell schon ausgehen. Aber ja, da sind eben viele Fragezeichen, ganz klar. Also von dem, wie immer, können wir uns da wirklich nur überraschen lassen. Ich bin wirklich gespannt, ob den Worten Taten folgen. Es wäre sehr wünschenswert. Ich persönlich würde ganz ehrlich den aktuellen, schnellen sportlichen Erfolg sofort opfern, wenn es wirklich eine realistische Chance für die Sturmjugend, also für die Sturmamateure und eben die jungen, hoffnungsvollen Talente, die wir ja ohne weiteres haben, ja, wenn es dann wirklich eine Chance für sie gäbe, eben um einen Stammplatz auch im Stammkader sich zu holen. Also ich glaube, von der Identifikation wäre es ein großer Schritt nach vorne. Im Moment hat man schon einfach mal so vom Gefühl her, jetzt natürlich, klar, sicher musst du schauen, dass du gestandene Spieler hast etc. Die Mischung wird es am Ende des Tages ausmachen. Keiner sagt ja auch, dass man mit 11 Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend da auflaufen muss. Aber es ist ein bisschen zu wenig. Also jetzt im Moment wieder, ja, es kommen teilweise immer Legionäre, die dann nach ein, zwei Jahren auch wieder weg sind und wo du dich einfach nicht identifizieren kannst damit. Und da wäre einfach ja aus der eigenen Jugend, glaube ich, schon es sehr wünschenswert, wenn man den einen oder anderen dann schon auf dem Platz sieht, der sich wirklich zerreißt, weil er einfach eine Freude dran hat, für Sturm zu spielen. Und das sehe ich im Moment sehr selten. Und ja, ich würde es mir auch für die Zukunft wünschen. Ich sage ehrlich, wenn wir jetzt heuer Fünfter werden oder Sechster, es ist doch eigentlich scheißegal. Die Mannschaft ist unterm Strich nach meinem Erachten zu schwach für Europa. Also da sehe ich jetzt nicht viel Potenzial nach oben. Da wäre es mir lieber, man verzichtet dann drauf und ja, schaut, dass man etwas Nachhaltiges auf die Beine stellt. Und das würde ich mir wünschen in erster Linie. Das wäre, glaube ich, langfristig, mittelfristig und langfristig für Sturm auch einfach effektiver. Man hätte mehr davon, man würde vielleicht auch den Zuschauerschnitt, gerade in diesen schweren Zeiten, wenn es dann wieder mit Zuschauern, mit Publikum ist, auch schnell nach oben schießen lassen, weil die Identifikation, glaube ich, schon da wäre. Also ob jetzt wie jemand mit Herzblut bei der Sache ist oder einfach jetzt seinen Job macht, weil er muss, jetzt ein bisschen böse gesagt, macht einfach einen Unterschied. Gerade bei so einem Club wie Sturm. Also da, ja, da bin ich sehr gespannt, was wir da noch alles präsentiert bekommen in den nächsten Wochen und Monaten, wie es sowieso mit der Liga weitergeht, wie das dann in der Praxis ausschaut. Ja, wir werden es einfach sehen, würde ich sagen. Von dem her, nochmal an der Stelle, alles Gute für Andreas Schicker. Ich wünsche ihm sehr, sehr viel Erfolg. Ich hoffe, dass er seinen eigenen Kopf hat und jetzt nicht nur quasi einen jüngeren Günter Kreisel darstellen soll von seinen Handlungen her. Ich hoffe, er hat da wirklich seinen eigenen Plan und setzt diesen auch dementsprechend um, zum Wohle unseres SK Sturms. Und ja, dann hoffen wir einfach mal das Beste. Von dem her war es das dann auch schon mal wieder von mir und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.